Okay, hier ist ein toter Spieler. I got broads in the land, just to lean the fan. Credit cards in the scams, hitting the licks in the van. Legacies, fan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Escape from Tarkov. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In dieser Folge ist mir vielleicht etwas Lustiges passiert. Ihr habt es ja schon zum Teil im Intro gesehen. Ich möchte nicht zu viel spoilern, schaut es euch am besten selbst an. Ich wünsche euch viel Spaß. Weil du hast irgendwie so Hallo gesagt, aber du hast nicht gewackelt bei mir. Deswegen war das merkwürdig. Ich hab die Tür zugemacht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir auf die andere Seite kommen. Nein! Was ist los? Nee, ich war gerade im Windows drin. Also wir müssen gucken, dass wir im Prinzip auf die andere Seite rüberlaufen. Entlang der Gleise. Ja, warte, ich komm. Komm. Weil ich glaube, da oben ist irgendwie der sicherste Weg. Hm. Könnte sein. Ja, ist echt. Könnte sein. Ja, warte, warte. Hier lauf ich mal Bots, oder? Ja. Ich lauf mal auf die andere Seite. Also links rum. Ich bin jetzt gleich auf der Straße. Jetzt laufe ich hoch. Okay, scheint noch keiner da zu sein. Das ist auch gut so. Oh ja. Ich würde jetzt nicht sofort hier vorne rechts reinlaufen, sondern erstmal hinter dem Haus. Okay, der ist schon tot. Der war schon tot. Aber sehr gut reagiert. Aber der hat Geräusche gemacht. Echt? Vielleicht hat er ein Diesel oder so. Ja. Okay, nicht so viel Krach machen, bitte. Ja, ich hab ihn jetzt sicher in den Kopf geschossen. Ja, dann. Ja, dann gehen wir hier. Alter Schwede. Was denn? Die Batterie ist hier. Kann ich die mitnehmen? Oder wolltest du die mitnehmen? Weil die brauchst du nämlich später für Mission. Ja, oder gib sie mir, bevor du diese verkaufst. Jo, danke schön. Ja, dann lass mal hier links die Tür. Ja, ich hab gedacht, da lootet einer, weißt du, und deswegen habe ich direkt abgefeuert. Ja, war ja auch so. Da läuft einer. Achso, nee, das bist du. Okay, schon gut, schon gut. Ja, ich bin im Fight-Modus.
Okay, bleibst du hier im Busch? Ja. Ich laufe rüber und mach die, das Ding mal auf. Alles klar. Jo, das Ding ist da. Alles klar. Jo, ich hab's. So, jetzt können wir eigentlich, ja, müssen wir jetzt eigentlich zurücklaufen, weil ich habe keinen Customs-Schlüssel. Hast du die Kiste schon geguckt? Ja. Wenn du willst, kannst du die Kiste haben. Da sind ein paar Attachments. Ein paar Attachments und Munition. Ja, lass mal den Weg zurückgehen eigentlich. Ist am besten. Müssen wir aufpassen, nicht, dass da oben ein Sniper auftaucht, ne? Achso, ja, ich war hier links. Okay, jetzt wird's gefährlich. Ich habe jemanden vorbeilaufen sehen. Okay. Warte, ich guck mal, der läuft jetzt auf die linke Seite. Ich gehe von der... Okay, warte. Du bist in der Halle? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nee, ich bin nicht in der Halle, ich bin draußen. War ein Bot. War ein Bot. Guck mal, ob der Sniper da rausguckt. Normalerweise hörst du den Sniper auf dem Dach, ne? Ich bin in der Halle, ne? Ja, aber du hörst den trotzdem durchs Dach. Ja, ja. Normalerweise. Kannst du... Warte. Ich komme jetzt rein, Vorsicht. Gucke, ob der... Ich laufe jetzt, ich laufe. Okay, hier haben die schon alles mitgenommen. Ja, lass mal. Kannst du. Bist du am Schießen? Alter, ich bin tot. Was? Ich hab voll auf ihn drauf geschossen. Wo? Ja, da am Zaun, der kommt gleich zu dir. Wenn du aus der Halle rausgehst, wo der Sniper immer ist, dann rechts direkt. War das eine Shotgun, die dich gekillt hat? Okay. Ey, das ist so lächerlich. Kannst du meine Waffen irgendwie safen, wenn du Zeit hast? Wo ist denn der? Da rechts am Zaun, sagst du? Ja. Hä? Wo der eine Typ vorbeigelaufen ist, wo du ihn gesehen hast, da. Den Typen gesehen hast. Der ist doch aus dem Zaun gekommen. Ach so, der war dich am Looten, ne? Ja. Also ja, der hatte schon deinen Helm auf. So,
das war echt komisch. Ich hab in seinen Schädel geschossen. Ey, und weißt du, ich hab einen Helden gehabt. Mhm. Ich hab diese Rüstung gehabt. Hat nichts gebracht. Und ich verstehe gar nicht, wozu braucht man das denn, wenn das überhaupt nicht hilft. Macht dann so eine Scaff-Runde. Mhm. Factory. Ja gut, kann passieren halt, ne? Ist normal. Du kannst ja jederzeit sterben. So, jetzt bloß überleben. Als Scaff-Spieler. Ich wollte so einen vollgelootten Typen abschießen, aber hab ihn nicht gezählt, aber irgendwie hat's nicht gezählt. Läufst du schon zum Ausgang? Ja. Ja, ich will diese Mission fertig machen. Ja, das ist richtig. Ich meine, Gelegenheiten zu sterben gibt es hier genug, deswegen da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Oh, hier sind Bots. Wahrscheinlich mache ich einen großen Fehler jetzt, indem ich einen Bot angreife. Und weg hier. Wo bist du jetzt, Zirke? Ich bin bei dieser Pipeline, bei den Bussen. Ist einer. Okay, ein Bot weniger.
Dann suche ich nochmal Factory. Okay, ich sollte echt langsam jetzt losgehen. Die Schlacht. Junge, Junge, Junge. So, ich bin jetzt kurz vor Smugglers Boat. Vor dem Lagerfeuer. Nicht, dass hier irgendwo noch Bots rumstehen. Könnte gefährlich werden. Also bei mir ist es zu ruhig. Eindeutig zu ruhig. Scheiße. Nein, Lagerfeuer ist aus. Ich muss weiterlaufen. Läuft gut, ne? Sagst du? Ja, total. So, jetzt muss ich zu dem ATV laufen. Hat alles keinen Sinn, ne? Fuck, ich sehe einen. Nein, lauf, lauf! Ich kann nicht laufen. Meine Ausdauer ist weg. Da war ein Spieler. Ich habe einen Spieler gesehen. Aber ich muss den jetzt umlaufen. Ausdauer ist so schnell im Arsch, ne? Das ist kaum zu glauben. Aber irgendwie ruckelt das Spiel die ganze Zeit so. Immer wenn ich im Menü gehe, ruckelt das. So kleine Mini-D-Sings. Ja, das ist echt scheiße. Boah. Scheiße. Schüsse. Irgendwo ist der Typ.
Moment, wo bist du? Ich bin jetzt kurz vor diesem Roadblock. Bei dem ATV, bei dem Panzer. Aber da, darüber ist ein Spieler gelaufen. Und unter, also praktisch unter der Brücke. Ich hab den, glaube ich, ein paar Mal angeschossen. Junge, 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 Junge. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Was macht man in so einer Situation? Ich vermute mal, dieser Exit ist auch schon gebraucht. Okay, hier ist ein toter Spieler. Ja, nee, nee, hier war ein Spieler. Hier war ein Spieler. Ich hab den gekillt. Ja. Der lag und war den Typen am looten. Ich hab den gar nicht gesehen, dass er noch am Leben war. Junge, 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 Junge. Eine Vepa KM. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich hier nicht viel mitnehmen. Von dem Typen. Ich mach nochmal einen Entdeckstein schon. Mhm. Was soll ich mitnehmen? Machen wir es so. Und weg. Und weg hier. Nee, nee, noch nicht. Ich muss jetzt noch zu dem, ja, zu dem normalen Ausgang. Sozusagen, zu dem normalen Startpunkt bei den Gleisen. Aber gut, dass er nicht gecheckt hat, dass ich ihn, dass ich da vorbeigelaufen bin. Ja. Der hat mich nachher gesucht, weißt du, und stand so, hat so ein bisschen geguckt. Und ich hab den sozusagen umlaufen. Ums Auto und hab ihn dann von hinten. So, ich bin kurz vorm Ausgang.
Hier ist ein Tote. Den wollte ich mir nochmal durchgucken. So, jetzt sind wir voll. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr wünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, Leute!